Und herzlich willkommen zurück zu Skullgirls. Tja, vier haben wir schon. Kommt die fünfte. Ich habe mich für Painwheel entschieden. Also, lass uns direkt reinspringen und erfahren, was ist mit ihr los. Zeit für Painwheel! Seelenbelastung stabilisiert. Beginne die Einpflanzung des Kontrollmechanismus. Ihr Körper scheint das Blut des Skullgirls vollständig aufgenommen zu haben, Doktor. Oh. Einpflanzen abgeschlossen. Keine Anzeichen von Abstoßung, Doktor. Gut. Übernehme Kontrolle. Jetzt. Gehorche, Labor Zero. Suche und zerstöre das Skullgirl. Besorge das Skullheart und bringe es zu Labor Zero zurück. It's Painwheel time! Okay, was wir jetzt erfahren haben, sind also... Sie hat das Blut des Skullgirls in sich. Deathcrawl. Scheint auch kein großes Problem gegen sie zu sein. Naja, noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Da war eine Kettensäge aus der Pistole. Komm mal, lass mich jetzt auch mal. Death Brawl. Geek. Punch, meine ich. Painwheel. So viel Power. Aha. Oh, ich habe anscheinend eine erhöhte Knockback, während ich auflade. Oder eine erhöhte Rückstoß, was ist denn? Das ist gut zu wissen. Ich dachte jetzt schon, ich wäre tot. Auch nette Endanimation. Einfach alles entladen. Überlegen wir mal. 19 Familien mit Verbindung zu den Medicis in Maple Crest. Mary wird ihren Spaß haben. Du, Valentine! Du warst es. Du bist die, die mir mein Leben genommen hat. Wenn das nicht Experiment 084 ist. Wie hatte ich Brain Drain noch gleich genannt? Oh ja, Painwheel. Es war nett mit dir, Painwheel, aber ich habe zu tun. Geh zum Labor, zurück zum Labor. Nein! Nein? Du bist doch programmiert, deinem Chefverlauf von Labor Zero bedingungslos zu gehorchen. Wie kannst du dich meinen Befehlen widersetzen? Also wir nochmal. Störungsprotokoll 51 aufrufen. Zugriffscode 36E2540. Ich befehle dir zu Labor Zero zurückzukehren und vergesst, dass du mich hier getroffen hast. Raus aus meinem Kopf! Code akzeptiert. Störungsprotokoll 51 initiiert. Autonome Störung deaktiviert. Nein, ich habe es fast geschafft. Valentine ist hier. Ich kann sie für das, was sie mir angetan hat, nicht zur Rechenschaft ziehen. Und was ist das?
Ich kann die Aura des Skulkers um sie herum spüren. Widerstand entdeckt. Ansässige Ego wird unterdrückt und abgestoßen. Jetzt bin ich wieder am Ohr. Time to put on a show. Sie ist durchsichtig. Cool. Oh, so kann man mich also noch aufhalten. Ah, come on! Ich will sie stunnen. Ist da gerade nicht passiert, was ich dachte? Wie macht man das? Warte, gleich habe ich's. Ich glaube, da braucht man irgendeinen bestimmten Move. Du bist mir auf die Nerven, weißt du das? Come on, Deathcrawl! Warte, der Hintergrund bebt echt, wenn ich damit treffe. Komm runter. Glück gehabt. Die macht mich fertig. Nur weil die so mies abblockt die ganze Zeit. Ah. So auf die Nerven. Okay. Kann ich auch. Ups, Entschuldigung. Ich bin gerade konzentriert, weil es knapp ist und ich noch gewinnen kann. Yeah! Oh. Okay, das war knapp. Da wurde ich jetzt so ein bisschen ruhiger. Ich bin noch nicht in der Lage, bei hoher Konzentration zu moderieren. Wie? Du bist immer noch hier? Verschwinde auf der Stelle! Ich habe Nein gesagt! Unmöglich, wie konntest du ihn einem Steuerungsprotokoll widersetzen? Das bisschen Seele, das wir dir gelassen haben, sollte nicht ausreichen, um dich Braindrains Kontrolle zu entziehen. Ich spüre das Skulker an dir, Valentine! Das ist gar nicht gut. Scheinbar war ich zu lange in Marys Nähe und wurde mit ihrem ätischen Gestank verseucht. Das Skalgeblüt in dir muss darauf reagieren. Aber ich frage mich, ob da vielleicht noch mehr ist, von dem wir nicht wussten. Lass uns ein kleines Experiment durchführen. Komm zu der großen Kathedrale der göttlichen Dreieinigkeit. Ich erwarte dich mit Skalgalau. Wir sehen uns dort. Ich hätte jetzt aber mit dir mitkommen können, aber... Nein, dann rennen erstmal ein bisschen Kampf gekämpft gegen Elia, warum auch immer. Let's rock! Au! Na, das ging ja mächtig daneben, oh Gott. Oh Gott. Ich kann nichts weiteres sagen, weil es sieht wirklich schlecht aus. Ja, auch mit dem beschissenen Blocken! Das! Sie hört auf damit. Kann auch den hier immer weitermachen. Warum habe ich verloren? Ach ja, ich hätte sie schon dreimal besiegt, wenn sie nicht die ganze Zeit abgeblockt hätte. Drecksack. Ich muss nach vorne drücken, um die überhaupt mitzuhalten, weil niemand wegrutscht. Dann kann ich natürlich immer nach hinten drücken. Ich habe mit irgendwie keinen Skill, ich spiele mit ihr nicht. Ich spiele mit zwei, vielleicht drei Charakteren und das auch nicht wirklich immer.
Natürlich. Na klar, leck mich. Kannst mich mal. Hurenpote. Okay. Mal gucken, ob ich noch mehr Moves habe. Müsste ich eigentlich. Deathclaw Burst. Das sollte auch eigentlich ein Wegrennen sein. Ach, das muss in der Luft sein. Ach ja, richtig. Ich weiß übrigens nicht, wie ich das gerade gemacht habe, dass ich in der Luft so blieb. Könnte es nachgucken, aber nee. Nein, 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 lass mir keine Moves übrig. Brauche ich nicht. Ich hasse sie. Hasse sie! Natürlich, ich hasse es. Der Move kommt raus. Hör auf mit dem verschissenen Blocken! Sonst mache ich den Move die ganze Zeit. Du kannst, kann ich auch. Natürlich, 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 natürlich. Einfach weiter so machen. So wie die es doch haben will. Dann kommt es mit einer Kombi an und haut alles wieder zurück. Warum? Weil ich nicht andauernd blocke. Weil ich nicht andauernd blocken kann. Okay. Ich hasse dieses verschissene Spiel. Nein, ich hasse Pain Wheel, sagen wir es mal so. So. Wie fange ich denn an zu fliegen? Ah, Red Puppy Flight. Klar bin ich über ihr. Klar bin ich über ihr. Fick dich. Klar bin ich über ihr. Und die Scheißblockerei schon wieder! Nein, ist ja nicht so, als ob ich auf normal spiele. Und die jeden Angriff versucht zu blocken. Und ich nichts anderes kann, als sie mit blöden Griffen anzugreifen. Aber nein! Klar! Einen kleinen Bandsprung-Kombi. Abblocken, klar. Wie immer, weil du nichts anderes kannst. Was sich feige hinter Samsons verstecken. Gut, dann wird diese Folge halt eine halbe Stunde lang. Warum nicht? Was so eine fette Pute meint, hier die große Mackerin zu spielen. Nein, 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 nein. Meine Moves zählen gar nicht. Einfach fick dich. Ein fettes Fick dich einfach nur. Mehr zu den billigen Taktiken. Da gezieltes Kombi rauf und nicht funktioniert. Natürlich. Geht doch. Warum? Weil ich sie ausnahmsweise ohne Blocken erwischt habe. Gut, weiter geht's. Du hast es geschafft. Ausgezeichnet.
Experiment 084. Die Zierstörungsmodell 51 zu Discord, kannst mich mal. Ich befehle dir, auf der Stelle zu Labor 0 zurück zu Zero zurückzugehen. Ha! Es funktioniert nicht, Valentine! Ich habe jetzt die Kontrolle! Unglaublich! Anscheinend war meine Theorie richtig. Mein Blut reagiert auf das Skull Girl. Je näher du kommst, desto stärker wird deine Willenskraft. Genug Experimente. Genug Experimente. Jetzt wirst du für alles bezahlen, was du mir angetan hast. Lady Valentine, lass uns diesen gescheiten Experiment sofort beseitigen. Gescheiterten. Nein, überlass sie mir. Sie eigenhändig zu beseitigen, ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe sie schließlich erschaffen. Gut. Ja, ich werde dich zerfetzen. Ja, dich allein gegen Valentine. Wird der easy als die dumme Pute von vorhin. Oh Gott, aber ich weiß, sie hat viel drauf. Interesting. Erstmal so einen ganzen kleinen Balken verschwendet. Interessant, man kommt da noch durch. Erwischt. Trotzdem sieht das nicht gut aus. Weil sie gut ist. Sie ist schnell. Ah! Oh, schade. Oh, ich hätte meine Special einsetzen können. Aber meine Special ist schon bereit. Nee. Ich weiß gar nicht, welches Special besser ist. Oh, mal wieder eine vermasselte Special. Ei. Oh Gott, die ist gut. Oh Gott, natürlich. Meine Special wird immer aufgehalten. Oder ausgewichen. Oder irgendwas in der Art. Oh yeah, so muss es laufen. So. Aus dem Kopf raus? Okay. Ausgezeichnet, du bist bereit. Erst hatte ich Zweifel, doch jetzt denke ich, dass du bereit bist, Mary herauszufordern. Geh, das Skull Girl erwartet dich unten in den Katakomben. Wieso sollte ich auf dich hören? Sehnst du dich nach Freiheit? Bist du das öde, eintönige Leben, das dir gestohlen habe, wieder zurückhaben? Bis das Skull Girl geschlagen ist, ist niemand wirklich frei, und du bist stark genug, um sie aufzuhalten. Du hast recht, aber ich denke nicht eine Sekunde, dass ich mit dir fertig bin, Valentine. Ich werde dich finden. Steht direkt vor dir. Nämlich echt vielleicht fett verlesen, wenn ich das nicht verstanden habe. Skull Girl, ich bin hier, um dich zu zerstören. Welche Ironie. Böse Menschen verwandeln sich ein Monster. Doch entkamst du ihrer Kontrolle. Und dennoch wirst du weiter ihre Befehle gehorchen. Das ist meine Entscheidung. Also. Brain Drain, Valentine, dieses verfluchte Blut in mir. Das ist jetzt alles egal. Dich auseinanderzunehmen ist der einzige Weg zur Freiheit. Eigentlich werde ich ja noch von Brain Drain kontrolliert, wie man am Anfang jedes Kampfes sieht. Ich überlege, das sind alles Knochen. Wo kommt dieser riesige Doppelschädel her?
der da hinten. Ich meine, das ist ja auch mit Haube und ähnliches. Ich glaube, der Move könnte gut sein. Ja. Ich weiß, ich muss simpel hier gehen, aber das ist die beste Taktik, die wir nicht machen kann. Oh yeah! Ha! Aua! Death Roll! Ah, au, 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 au! Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr hoch genug, oder? Ja. Jetzt muss ich so langsam an ihr rumhacken. Komm schon, beweg dich! Ich bin immer zu zögerlich, wenn ich das mache. Wenn ich versuche zu spurten. Ich muss zweimal in eine Richtung drücken. Okay. Das lief im Vergleich zu Felia viel besser. Der Skullhand. Der Grund dafür, dass mir mein Leben genommen wurde. Du armes Kind. Ich kann dir dein Leben wiedergeben. Und noch vieles mehr. Nein, ich werde nicht wieder von... Ich werde mich weder noch von dir, noch Labor Zero oder sonst jemand versklaven lassen. Punch. Oh nein, Stapel. Trotzdem Punch. Die Freiheit ist eine Illusion. Du änderst gar nichts. Nein. Es ist vorbei. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Knock, knock. Mama, Papa, ich bin's. Geh zurück ins Labor, Ziel. Wir haben viel zu besprechen. Die hat Nägel im Hinterkopf. Denkst du wirklich, dass du mich kontrollieren kannst? Die Wahrheit ist, du bist als Nächster dran. Seltsam. Ach so. Anscheinend geht es doch einfach zum Nächsten über, wenn er finster wird. Naja. Das war Pain B. Ein Pain in the Air war das. Aber, naja. Vielleicht wird es beim Nächsten... Es wird nicht beim Nächsten Mal besser. Es wird fürchterlich beim Nächsten Mal. Beim Nächsten Mal kommt Parasol. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao.